Guten Morgen. Ich verschenke jetzt humanitäre Hilfe. Aber sie darf mich nicht sehen, beziehungsweise das Telefon. Sonst ist es hier unangenehm, sie wird es nicht annehmen. So, schauen. Hallo? Hallo? Wir haben hier 7,5 Kilo Reis und viel Macaroni und Dosen. Aufstehen. Ich dachte, Ukrainer sind keine Frühaufsteher. Wir haben übrigens heute nur ja, 2-3 Grad. Ja, muss ich das anziehen? Wo ist er denn? Vielleicht nicht zu Hause. Hier ist der Brunnen, wie jeder ihn hat. Hier ist der Garten, hier sehe ich noch Kürbisse. Und ein Keller, siehst du. Normalerweise gibt es einen anderen Keller. Ach, der Keller ist da vorne. Ach, und hier ist die Dusche, sehe ich gerade. So, ich lasse das einfach hier stehen. Dann komme ich. Dann komme ich nachher nochmal wieder. Dann kann sie das wahrscheinlich schon alles mit ins Haus nehmen. So, ich versuche nochmal mein Glück. Vielleicht ist sie jetzt zu Hause. So, guck mal. Hallo? Immer noch keiner da. Komisch. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто утро говорит, я лежу вечер, сыр, не сыр, рис и макарони. Это гуманитарная помощь, да? Да кто мне? Да, конечно. А я спрашиваю, кому? Да, я хочу помочь. Не, мы, в принципе, забираем гуманитарную помощь, но у нас не надо. Ja, мы знаем, есть много человек, это важно там. Понятно. И... Спасибо, а я шукаю, кто, кто. Да, я жду, да. Ничего страшного. Все. Хорошо. Так, вы знаете, а? Знать ему теперь. Всем давай. Знать ему. Пока. Пока. So. Hat sich gefreut, а? Sie sagt, oh, ich wusste schon nicht, woher, wer und warum. Alles in Ordnung. Menschen geholfen. Das ist die, wo der Mann vor 3 oder 4 Wochen gestorben ist. Na, jetzt ist sie alleine.